Willkommen zurück, Reiter. Du hättest anklopfen können, aber ich schätze, das ist nicht deine Art, oder? Warum bist du hier? Dumme Frage, denn du bist der, der in mein Haus eingedrungen ist. Du warst nicht immer der schwarze Hammer. Du hast dich ins Exil zurückgezogen, ein Eremit zwischen Grabsteinen. Warum? Welche Rolle hast du bei all dem gespielt, Ultan? Reiter, ich habe etwas für dich. Ein gutes Stück Arbeit, aber ein bisschen zu niedlich für mich. Passt besser zu dir. Du hast meine Frage nicht beantwortet, Alter. Vielleicht mag ich ja die Umgebung, na und? Du wolltest meine Hilfe und ich habe sie dir gewährt. Wenn du weiterhin so undankbar bist, werde ich irgendwann sauer. Sehe ich aus, als hätte ich Angst vor dem Tod, Junge? Es ist nicht der Tod, den du fürchten solltest. Verschwinde von meinem Grundstück, bevor noch mehr Tauben kommen und meinen Hof besudeln. Dich wiederzusehen, Reiter.
hast der Quälerin ge... Der alte Wulgrim hat etwas Neues für dich. Der alte Wulgrim hat etwas Neues für dich. Wie du mächtig bist. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Eine ausgezeichnete Wahl. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Ausgezeichnete Wahl. Hast du dich amüsiert? Krieg und der schwarze Hammer, beim Taubenrupfen. Du siehst viele Dinge von deinem Gefängnis aus, Samael. Es gibt nur wenig, das du von mir verbergen kannst, Reiter. Wenn ich mich für etwas interessiere. Und was weißt du über Uriel? Ich dachte, die Reiter stünden über diesen irdischen Belangen. Sie glaubt, dass ich Abaddon getötet habe. Die Höllenwache hat ihren gefallenen Fürsten und Anführer verehrt. Und Uriel. Manche sagen, dass ihre Bewunderung nicht nur beruflicher Natur war. Sie macht vor nichts Halt, um den Verantwortlichen zu bestrafen. Ich habe gegen den Dämonen gekämpft, der Abaddon getötet hat, und er wird bestraft. Straga ist der Stärkste der Auserwählten. Kein Zweifel,
dass du ihm erneut begegnen wirst. Er bezieht seine Macht aus dem Turm und bleibt ihm daher nicht zu lange fern. Mit allem, was ich dich gelehrt habe, überlebst du vielleicht sogar die Wiedervereinigung. Wessen Herz willst du haben, Dämon? Der Stygian ist der König der alten Würmer, die nun im Ascheland eine Plage sind. Es wird nicht einfach. Die Würmer gedeihen gut auf solch fruchtbarem Boden. Fruchtbar? Fruchtbar durch den Tod. Verfall. Das ganze Land ist damit bedeckt. Die Asche der Toten. Aber du könntest Glück haben. Anscheinend haben ein paar irre Dämonen damit begonnen, die Würmer zum Vergnügen zu fangen. Und sie jagen auch andere Kreaturen. Die stärksten davon lassen sie in grausamen Arenen kämpfen. Die Dämonen wollen den Stygian zähmen. Und sie wissen nicht einmal, dass in diesem Monstrum das Herz eines der Auserwählten schlägt. Wie weichen die Dämonen den Aschewürmern aus? Kennst du die Chronosphären? Ein Geschenk der Alten. Es heißt, dass man die Zeit selbst bändigt, wenn man eine Chronosphäre bändigt. Man kann dann die Zeit anhalten und sogar vor- und zurückbewegen. In der Tat. Von den alten Meistern existiert keiner mehr. Aber die Dämonen haben gelernt, mit den Chronosphären...